Ja, auf mich, ja. Ja, ich sehe dich. Guck mal hier links rüber, die Backsteingebäude, guck zum Fenster aus. Ja, ich sehe es. Ja, ich laufe eben rüber zu dir. Dann schießt du von da oben mit einer Sniper. Ja. Und sind denn so viele hinter mir? Fang schon mal an und ich sichere dich, dass keiner bei dir unten reinkommt. Und wo schießen die denn? Von der Seite kamen welche, die haben gerade in meinen Rücken geschossen. Ja, mich auch. Kommst du hier rein oder? Ja. Entfalten kannst. Kann ich mich nach vorne konzentrieren? Ja, ich gucke ab und zu noch mal links hin, aber ich habe einen umgeschossen auf jeden Fall links, nachdem du gesagt hast. Ich sehe gar keine mehr. Ja, du bist fleißig gewesen. Ich höre noch einen schießen. Der liegt jetzt. Geh mal zum Hangar irgendwo. Okay. Von der Seite auf den. Okay, der ist weg. Hast du den ersten Hangar gescreent? Ja. Der schießt hier auf den. Ja, da kommt eins. Noch einer. Hab ich. Ich schau jetzt aus dem Crossfire, also ich lasse den Crossfire aufpassen. Kannst du auf den Hangar-Ausgang halten, dass ich rennen kann dorthin? Das war ja easy. Naja, die Hälfte hab ich auf dem Feld schon erlegt. Die Hälfte, du hast ja 50 Sachen. 90% von denen erledigt. Ja, aber auf dem Feld, also ich meine, liegen schon echt viele. Oh, sag doch. Ich platze dich erstmal ein. Ja, die Pistole, die ich schon etwas länger suche, ist hier drin, aber der Rest ist völlig deins. Welche bist du? Die F57? Ja, richtig. Natürlich frei. Oh, 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 oh. Ja, schönes Ding. Notfalls kannst du ja auch deine AR weglegen. Die kleine Mission, die schaffe ich auch alleine, wenn du nur mit der Sniper schießt. Kannst du deine RPK in den Rucksack. Das so. Genau. Munition? Ach, die 36er ist das? Ja. Die war doch auch in der Munitionskiste drin. Kann sein, ja. Es waren 8 Schuss, hat sich sehr gelohnt. Dann hatte ich gemerkt, dass einige Bots schießen und dachte, oh oh. Und dann hast du angefangen. Wann hattest du das? Ja, die ersten Bots hatten dich schon gesehen, bevor du überhaupt bei mir was gesagt hattest. Ist bei der Mission hier irgendwas Besonderes? Ist umzäunt. Granaten sind empfehlenswert. Ich habe nur noch einen Sniper jetzt zur Wahl. Ja, du setzt dich in ein Haus, aber ich glaube, du kommst gar nicht mehr dazu. Ach, die Mission ist das, alles klar. Quatsch. Gut, ruhig die Bots. Hab ich noch nicht angefasst. Oh! Ich erlaube mir mal, die Granate zu nehmen. Natürlich. Und dann kannst du mal reinschauen, da ist was sehr Schickes für dich drin. Eine AR-4, ah. Okay. Das spiele ich auch gerade. Die kann ich dir sogar voll ausrüsten an der Safe Zone. Oh ja, die können wir gleich mitmachen. Ja, nur gut, dass ich gerade überhaupt nicht episch mitspielen kann. Wieso? Na, weil ich zwei Sniper habe. Wobei ich. Ach so, ja, wenn nicht, warte, kannst du die auf den Boden packen. Nee, und dann später nehmen. Ich mach die Mosin jetzt kaputt. Braucht die nicht. Zwei, sonst bauen welche. So, willst du den Heli noch eben mitmachen? Heli?
200 Meter. Und der steht immer da. Ich habe den noch nie an der Stelle gesehen. Ich glaub, ich will mitschießen. Sag mir, wenn du bereit bist. 3, 2, 1. Einer weg. Einer weg. Zwei weg. Also drei jetzt. Weggeschossen. Zwei. Ja, müssten sechs sein. Ja, da schießt noch einer. Ich versuche ihn zu sehen. Ich glaube, der ist direkt vor uns irgendwo. Ja, ja, direkt vor uns. Hinter den Geräuschen. Ich habe ihn getroffen, ich weiß aber nicht, ob er tot ist. Ich laufe einfach mal ins Offene rein. Geht schon. Hier liegt einer von dir. Oh, hier schießt noch einer. Also, das ist ja wirklich Premium-Loot. Hast du schon einen richtig guten Helm? Nein. Dann hast du jetzt einen. Drop den dir mal hier hin, das Wichtigste. Du weißt, was du ungefähr nehmen musst. RPK, die brauche ich nicht. Hier, guck mal, da ist ein Zielvisier. Das kannst du dir auf deine RPK drauf packen. Mal eben noch was. Hast du ein gutes Sniper-Visier? Auf der NK-14, ja. Das ist sehr gut, dann könntest du vielleicht Richtung Sniper-Tower, den großen hier, den du jetzt siehst, wenn du Richtung Epische guckst. Da, wo die vielleicht oben drauf ist. Genau, da schon mal alle Bots so die Etagen so halb abschießen. Ich sehe da aber irgendwie keine drauf. Ist das das kleine Haus? Ah, das ist das kleine Haus, da stehen gar keine. Glaube ich. Schießen. Ja, ja. Geh mir hier ran. Doch, oben drauf steht einer. Ja, ja. Sind gespawnt. Hier vor mir steht auch direkt einer, den schieße ich weg. Ich geh rein in den Tower, ja? Ja. Direkt hinter dir. Aufpassen beim Reingehen. Ich werf Granate. Lauf hoch. Mach du den Sniper Außenposten. Die Etage ist geklärt. Okay, die sind hier in dem Gebäude. Ja. Ziemlich gut runterschießen. Richtung 15. Ah ja, ich sehe es bei der anderen Mission. Oh, ist da eine gespawnt? Nee, da läuft der aber immer rum. Gleich geh runter und doch, dann schießt er. Ja, da kommen zwei. Das ist drüber, um die Folge zu kommen. Soll ich hier nicht abknipsen? Nee, passt. Wir machen erstmal die Epische. Okay. Wo muss ich hin? Zu mir. Okay, ich komm dann jetzt rüber, ja? Jo. Welche Etage? Erdgeschoss wäre. Ich bin gerade in der zweiten. Ja, da bin ich aber nicht, ne? Wäre bloß gut, wenn du das bisschen anfängst schon mal. Komm jetzt gleich nach. Ich bin hier nur noch. Sprengstoff?
Hä? Warum steht denn hier einer auf der Treppe? Was für einer? Jetzt liegt er. Hast du das Erdgeschoss schon? Nee, da ist noch einer. Aber ganz hinten. Einmal hinterrennen und guten Tag sagen. Ja, ich weiß nicht, ob die beiden noch rechts sind. Nee. Ja, da hinten steht er. Den hab ich. Super, Mission erledigt. Ui. Kann man sich auch nicht beschweren, würde ich sagen. Nehmen wir mal ein paar Bandagen raus. Ich weiß nicht, ob dich P90 UMR anspricht. Ich nehme einfach mal frech die UMR. Nimm sie ruhig. Da wäre noch ein mal 4er Visier für dich. Ja. Gut. Dann gehst du aber mal wirklich zur Session. Oh, obwohl die Schwere. Ich müsste mal dringend was essen. Gib mir mal eine Sekunde. Jojo. Noch eine Schwere. Wartest du kurz oder rennst du schon los? Ich renne nur eben runter. Weil wenn du schon losrennst, ist die Mission fertig, bis ich da bin. Wenn ich jetzt so überlege, die beste Mission war die 2 mit der AR4.